muss jetzt vorlegen. Er hat natürlich brillant schon vorgelegt, eben mit seinen insgesamt 4-0-Runden. Priam de Rosé mit Markus Ehning. So, der Steilsprung Nummer 1 als erstes, relativ schnell, dann eben rechts herum über den Sparkassensteil, in die rechte Hand, dann eben weitergehen. Geht ganz, ganz, ganz eng herum um eben diesen kleinen See. Ist jetzt bei 17 Sekunden in der Zwischenzeit. Und jetzt geht es noch einmal in die Kombination Doppelsteil. Ist er hier mit 25 Sekunden raus. Und jetzt geht es Richtung Ziel. Das heißt, jetzt heißt es noch ein bisschen aufzudrehen, um am Ende nicht nur 0 zu bleiben, sondern hier mit der Bestzeit. Und das heißt 7,35 Sekunden die beste Ausgangssituation zu haben hier für den Titel eben des deutschen Meisters. Vorlegen, meine Damen und Herren, er musste vorlegen, das hat er jetzt getan. Es ist auch nicht ganz leicht, jetzt das im Endeffekt auch noch einzuschätzen. Das war unglaublich schnell.